Wir haben ein Problem. Die Toilette war. Jetzt genau, genau. Ach, hinter mir bist du. Ja. Hinter dem Fenster ist die Toilette? Ja. Also hier ist die Toilette, die ist verstopft. Hier geht das Rohr runter, geht dann da lang. Nimmt ein bisschen Heizung auf, da ist die 100er Leitung, geht hier lang. Wir haben hier eine Fußbodenheizung, geht hier rum. Hier riecht es ein bisschen, geht hier lang, geht hier rum. Irgendwo geht es hier raus. Und haben wir hier Licht? Ach, ist halt keine Lampe bei. Hier haben wir jetzt Feuchtigkeit. Das ist zwar ein Problem, aber nicht das Hauptproblem. Jedenfalls nicht heute. Weil hier war eine Firma. Man hat sich probiert mit der Spirale. Jetzt kriegen wir die Spirale nicht mehr raus. Ich bin hier, um die Spirale rauszuholen. Da hinten irgendwo ist der Hausanschluss. Da gehen wir jetzt hin. Hier kommt das Abwasser an. Okay. Da kommt das Abwasser ran. Oh, das ist ein Trennschlüssel. Da hat jemand zuerst sein Werkzeug vergessen. Da ist ein Trennschlüssel, um die Spirale zu trennen. Okay, den hole ich erstmal raus. Dann gehe ich mit der Kamera rein. Da hat er sein Werkzeug vergessen. Dann hat er auch rausholen können. Haben sie versucht, sind nicht rangekommen. Haben sie versucht. Eine richtig ausgestattete Jungs, wa? Heute sollte der Magnet funktionieren. Bing! Da ist er. Yippie! Neuer Trennschlüssel. Mal schauen. Ups. Aufnahme drücken. Machen wir mal auf 0. Und machen wir vorne sauber. Und ja, schließlich was sehen. So, jetzt nochmal. So, also hier unten links, schau mal. Unten links hast du die Zentimeter, ne? Ah, ja. Koffi kommen jetzt um die Schwierigkeiten da so drin. Ist ja was anderes als Berg runter. Also zum Bogen. Ja? Ah ja, gleich. Und dann müsste dann eigentlich gleich die Verstopfung kommen. Was? So viel weiter. Dann müsste da hin. Machst du bei knapp 10 jetzt nach rechts
da wo der Wasserschaden ist, also rechts halt. Mhm. Und die haben eine Verstopfung gesehen, oder was? Die haben eine Verstopfung gesehen. Dann hast du ja links, rechts. Da schleimt, ah, da ist er. So, die Verstopfung ist, würde ich jetzt behaupten, genau in deinem Mauerwerk. Also bist du ja hier schon fast 11 Meter. Da war ja jetzt leicht links. Ja, zugekackt. No. Machen wir jetzt mal weg, wa? Das mache ich erstmal frei, spüle frei. Und dann sind wir ja mehr. Ja? Ja. Bereite ich mal mein Auto vor. Miststück nehmen. Die macht alles. Ja, ja. Sehr gute Erfahrung gehabt mit meinem Miststück. So. Dann schauen wir mal. Miststück. Geschrieben gegurgelt am Haus, das wird wohl dann gut sein. So. So viel Wasser. So, die Verstopfung hatten wir bei knapp 11. Ne? Ich hoffe, dass der Rollring ist. Sieht so, was soll das sonst sein? Oder was anderes. Jetzt kommt er mit seinem Kopf da an. Ja, und frisst sich da. Und frisst sich frisst. Unter Umständen. Ich versuch's mal bildlich so. So, jetzt versuche ich mal weiterzufahren. Also hier, tatsächlich ist ein O-Ring. Ring? Nein, nur, Ring, Dichtungsring. Nur Ring, meinst du?
Und der wartet schon seitdem das Haus aus, seitdem die Leitung da gebaut ist. Man sieht es auch daran, dass es schwarzes Wasser ist. Ja. Da fault es halt, bis du das merkst, gurgelt immer, wie auch immer. Hast du echt ein Problem hier, ne? Was ich machen werde, ist den zerstören zumindest, ja, dass er durchgängig ist und nicht so spannend. So, das ist, da hast du dein Küchenfett. Also nochmal, du hast deinen O-Ring, Klopapier sammelt sich, das Fett ist ja immer oben und backt es oben zu. Ja. Und verringert mir die. Aber ich habe noch keine Spirale. Wie? Ja, das ist eine ganz normale. Du hattest ein richtiges Werkzeug eigentlich richtig. Das ist ein Trichter. Damit holst du eigentlich Lappen raus oder so. Benutze ich so wie nie. Warum hat er sich jetzt festgefressen? Warum kommt er nicht mehr raus? So, das werden wir erstmal rausholen müssen. Nee. Weißt du Bescheid? Kann mit dem Hochdruckaggregat kann ich noch weiter rein. Mit Rohr ein bisschen spülen, dann säge ein bisschen mehr. Dummerweise komme ich jetzt mit der Kamera nicht vorbei. Mhm. Jetzt geht es darum, mit der Spirale rauszuangeln, ob da was passiert. Ich fall da voll hin. Was dahinter ist, sehe ich nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Ach, der Spülkasten tropft auch noch? Ja, das fiel uns dann irgendwann auch noch. Deswegen habe ich das habt ihr eine kleinere Schüssel? Die tropft doch nur ganz wenig. So, bevor ich also unten die Spirale rausziehen will. Ah ja. Okay. Ja, sehr schön hast du das gemacht. Passiert. Dann ziehen wir mal unten die Spirale. Entweder kriegst du jetzt hier durchgezogen oder ich habe den Kopf dran. Okay. Vor Glück haben. Irgendwann müsste aber passieren. Sag mal, zieht das aus dem Klo raus oder nicht? Warte, ich zieh noch ein bisschen. Moment. Und wenn ja, müsstest du nur nachführen, ne? Stress mich nicht. Auf jeden Fall ist sie fest. Scheiße gebaut hier, ey.
Wir müssen mal gucken, ob ich das andere Ende rauskriege. Die sieht aus, als wenn die Spirale hier so rinnt, da soll sie lang, ist hier fest und hat sich hier überschlagen, ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, überschlagen und hat sich hier reingedrückt. Das heißt, ich habe hier eine Schleife, angeblich sollen 16 Meter verschwunden sein. Ich habe 6 raus, das heißt, mir fehlen noch 10. Hier sind es 1,5. Es sind noch 8 Meter Spirale drin. Ich krieg die nicht raus. Weiter probieren. Many unbearable hours later. Das Einzige, was heute hier klappt. So, 2 Sachen. Krieg von innen die Spirale nicht raus, die ist so in der anderen Abflussleitung verknotet. Ich will jetzt hier mit der Kamera rein. Muss zuerst den Rollring zerstören und dann versuchen, die Spirale zu kriegen. Wenn ich Glück habe, kann ich sie hier rausziehen. Das ist ein Versuch, aber auf jeden Fall muss der Dichtring erstmal zerstört werden. Mal gucken, wie weit ich bin. Müsste jetzt an der Spirale vorbei sein. Wird mal rechts rumdrehen. Und entweder kriegst du hier Griffen oder nicht. Ich denke ja. Thank you.
jetzt gerade nicht. Mal schnell mal unten gucken, weil ich hänge da 2 Meter raus. Hier unten hat sich nichts getan. Aber da sind ja etliche Meter drin. Nochmal mit der Kamera rein. Und vielleicht haben wir Glück, wir kriegen die ein bisschen raus. Was ich gehört habe, liegen ja da irgendwie 12, 16 Meter rum. Hier ist also noch nichts. Da ist er. Die Kapsel. Die ist so geil. Dran. Ich will mal schnell gucken im Haus, ob ich da nachfüttern muss. Pass auf, ich habe die Spirale draußen erwischt. Ja. Ich ziehe auch und krieg sie weiter raus. Ja. Glaube aber, die hängt hier immer. Wenn du magst, die Handschuhe anziehen oder eigene? Ja. Um mir nachfüttern sozusagen. Ich ziehe draußen und muss nur drin halten. Alles klar. Kriegst du schon mit. Brauchst auch nicht halten, musst nur führen. Ja. Ja? Machen wir. Cool. 7 Meter haben wir noch, etwa. Das ist ja nicht so einfach. Jetzt muss die Gute von innen. Die Frau des Hauses muss jetzt nachschieben. Ja. Langsam, langsam. Machen hat ja Platz. Ist weg, ne? Ist alles drin jetzt. Weiterziehen. Ich bin so geil. Nicht nur, dass ich den Ring habe, ja. Eine Spirale. Hier ist der Dichtungsring, der dir jahrelang Probleme gemacht hat. Ey, ich filme dich gleich, sei ruhig, ey. erklär ich dir gleich. Ja. So. Und der hat den Trichterkopf genommen. Ja. Ach, der wird immer mitgeliefert. Ich selber nehme den eigentlich nie. Aber. Wisst ihr was? Jetzt kannst du mir eine Suppe kochen oder irgendein Quatsch. Brötchen? Also so. Ne, Brötchen habe ich. Ach, mach. Ist ja Mittagszeit. Hast du was gekocht für dich oder so? Nee, ich kann aber Nudeln machen. Ja, irgendein Quatsch. Irgendein Quatsch. Ein kleines Tellerchen oder so. Ja, vor lauter Dankbarkeit. Natürlich. Da reichen mir dann auch 4 Sterne. Ach, ist jetzt schön. Die kriegst du ja zu essen hier. Ach,
machen. So, das ist der Dichtungsring, den haben wir nämlich auch gleich. Wo ist er? Also ich bin schon ein bisschen frech, oder? Aber Geld alleine ist nicht alles. So, das ist der Dichtungsring hier. Mal gucken, wie viele Spirale wir hier haben. Very satisfying. So, noch einmal eine kurze Kontrolle. Dass man mir alles ablesen tut von der Stirn. Nudeln! Okay, kleines Päuschen. Schönes Wochenende. We'll be right back.